Ich lebe mal wieder im Lehmhaus. Nicht nur im Lehmhaus, sondern in einem sogenannten Earthback-Haus. Und habe jetzt wieder die Freude, richtig luxuriös mit Strom zu leben. Alles, was ihr hier an Strom seht, habe ich installiert. Und heute ist wieder Mittwoch, das heißt, es gibt wieder ein Uncut-Video, ein paar Updates. Ihr seht, ich bin wieder zurück in Portugal und habe jetzt hier eine Woche auf das Land aufgepasst und auf die Hühner, auf meinen Hund und auf den Garten. Und da dachte ich, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Erstmal, was ich richtig geil finde. Hier war offen. Das ist ja hier ein sogenanntes Earthback-Haus. Ah, jetzt hat er schon alles abgemacht, dass man das gar nicht mehr so richtig sieht. Aber Earthback-Haus heißt Erdsäcke-Haus bzw. Sand. Das heißt, man hat hier Sand, packt die dann in Säcke ein. Hier sieht man noch ein bisschen was rausgucken und stapelt die dann eigentlich nur aufeinander. Das heißt, man muss keine Pfeiler setzen, man muss sich nicht gut mit Geometrie auskennen oder sonst irgendwas. Und ich war lange am Überlegen, das auch zu machen, und ich muss sagen, ich liebe es jetzt wieder in so einem gut isolierten Haus zu leben. Ich war jetzt in Deutschland eine Woche, habe dort mal auf dem Bau gearbeitet und gesehen, wie schrecklich Häuser gebaut werden in den Betonlandschaften. Und deshalb bin ich schon froh, hier in so einem gut isolierten und umweltfreundlichen Haus zu leben, alles aus lokalen Materialien. Hier sehen wir Lehm. Am Anfang schmeißt man einfach nur eine Lehmheumischung drauf und ganz am Ende macht man es mit reinem Lehm dann so platt wie hier. Sieht richtig, richtig schön aus. Und ich lebe jetzt auch wieder mit Hühnern, was ich auch so geil finde. Also die kommen jedes Mal auf mich zugerannt, wenn ich morgens aufstehe. Ihr seht, die sind gerade alle hier um mir herum verteilt. Und eine ganz, ganz geile Überraschung erwartet mich vielleicht. Und zwar brütet mein Freund hier selber Hühner. Er hat es letztes Jahr probiert mit diesen elektrischen Hühnerbrütkästen, wo man sich die Eier nimmt. Ui, guck mal, da pickt mich das Huhn. Ich glaube, das macht das immer. Das hat mich gerade im Fuß gepickt. Ja, gierig sind sie. Und ich habe die heute Morgen schon gefüttert. Eieiei, die picken mich alle. Jetzt auch noch der da, hä? Und da sitzt das Huhn auf bestimmt 20 Eiern. Jetzt habe ich gerade echt Angst vor den Hühnern. Hilfe! Aber die verfolgen mich jetzt. Guck, der hier. Der sitzt manchmal am Fenster und verfolgt mich da echt extrem. So, also mit Hühnern zu leben, das wird dieses Jahr in Erfüllung gehen. Eugen und Kaya, ich freue mich schon auf euch. Also wenn ihr kommt, ich will sofort Hühner haben. Müssen wir gucken, wie das mit dem Käfig dann funktionieren wird und dass wir genügend Futter für die haben. Ich versuche jetzt auch mit dem Supermarktbesitzer, wo ich jetzt immer Dumpster diven war, den darauf anzusprechen. Weil ich habe jetzt bevor ich nach Deutschland bin, ein bisschen entschlossen mit dem Dumpster diven, mit den Containern, mit dem Abholen der Lebensmittel aus einer Mülltonne vom Supermarkt will ich eigentlich aufhören. Und ich würde gern vom Supermarktbesitzer das bekommen, dass ich das praktisch nicht klauen muss, sondern dass ich das bekommen kann und dann vielleicht auch jeden Tag einfach abholen kann. Weil dann könnte ich nicht nur Hühner haben, dann könnte ich eventuell auch Ziegen oder Schafe mir leisten. Muss ich mal gucken, weil mein Garten, muss ich sagen, ist fast ausgestorben. Bin wieder zurückgekommen aus Deutschland und ich war so erschrocken. Ich muss sagen, die letzten Tage waren ja Achterbahn der Gefühle, würde ich mal wieder sagen. Bin angekommen, bin erstmal direkt auf mein Land. Mein Hund hat mich scheinbar extrem vermisst. Der war mehrere Tage immer auf meinem Land und hat dort neben meinem Auto gesessen. Und ihm ging es scheinbar nicht so gut. Der hat auch ein paar Hundekämpfe gehabt. Das heißt, sein Ohr ist gespalten. Der hat einen Riss im Ohr. Und dann bin ich an mein Land angekommen, habe meinen Garten angeschaut. Erste Sache, lieber Frank. Du weißt noch, du hast mir den 1000 Liter Tank ermöglicht, den zu finanzieren durch deine Spende. Und jetzt bin ich zurückgekommen, alles leer. Ein Kollege hat meinen Garten für mich gewässert und hat ein Ventil nicht richtig geschlossen. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich noch so 800 oder sagen wir mal 700 Liter mindestens, aber alles weg. Und jetzt bin ich echt wieder in der Bredouille. Mein halber Garten ist tot. Es gibt noch ein paar Pflanzenarten, die haben überlebt. Aber jetzt heißt es wieder, den 1000 Liter Tank aufzufüllen. Und meine Strömung unten ist ausgetrocknet. Das heißt, ich habe kein fließend Wasser. Und ihr seht hier, ich bin hier im großen Fluss. Auch dieser Fluss fließt nicht mehr.
Das heißt jetzt auch das Thema Waschen wird jetzt alles auch nochmal neu, weil ich wollte jetzt eigentlich auf mein Land gehen und mich duschen mit frischem Quellwasser und so weiter. Aber geht nicht, weil mein Tank jetzt leer ist. Und hier in dem stehenden Wasser sich zu waschen, da wird man, glaube ich, eher schmutziger wie sauberer. Das heißt, das seht ihr am Samstag in dem Video. Ich habe gestern fast einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ihr werdet es sehen, weil es gab noch eine Überraschung. Es kam wieder eine Buchung über Airbnb. Eine Person aus Brasilien wollte bei mir 18 Tage bleiben. Und ich bin hier sehr, sehr beschäftigt, den Garten zu bewässern. Ich zeige es euch mal. Ich muss hier täglich, ich sag mal, 2 bis 3 Stunden bewässern. Und hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, wie krass es ist, wenn man so einen großen Garten hat, so einen effizienten. Weil wo ich hier, wo ich lebe, ist echt ein Traumleben, würde ich schon fast sagen. Es ist viel harte Arbeit, aber das ist so wunderschöne Arbeit. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ging um ein Wasser, um den Airbnb-Gast. Und weil mein 1000-Liter-Tank leer war, hatte ich auch keine Dusche. Und ihr kennt das Wasserproblem, das ich letztes Mal schon hatte. Und da habe ich im Eiltempo gestern innerhalb von einem Tag noch versucht, eine neue Dusche einzurichten. Ich habe einen neuen blauen Tank gekauft mit 125 Liter, damit meine Gäste zukünftig auch genug Wasser haben. Das habe ich gestern so im Eilverfahren gemacht, bei 33, 34 Grad. Ich habe mich so überanstrengt, morgens hier noch 1,5 Stunden gewässert, direkt auf mein Land. Ich wollte die Sachen einkaufen gehen, aber gestern war Feiertag in Portugal und ich wusste es nicht. Das heißt, alles hatte geschlossen. Dann wollte ich das Solarsystem installieren mit den Batterien und es war so schlimm. Und dann war ich irgendwann um 18 Uhr wieder hier unten, wollte die Hühner füttern und ich war so fix und fertig. Ich habe mich dann einfach ins Bett gelegt und ja. Dann habe ich mich gewundert, dass keine Nachricht von meinem Airbnb-Gast kam. Und in Airbnb kriegt man dann die Handynummer am Tag der Buchung. Das heißt, ich habe ihr in WhatsApp geschrieben und so weiter. Und dann kam die Absage. Sie hat scheinbar nur vergessen, das schon vorher zu stornieren. Das heißt, sie hat jetzt an Airbnb 40 Euro gezahlt und ich bekomme davon 14 Euro. Ich glaube, nur 2x 8 Euro bekomme ich irgendwie sowas minus Gebühren. Und ja, dann war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen froh drum, weil ich brauche ein bisschen Urlaub, muss ich sagen. Also deutschlandweit wie Urlaub für mich. Aber jetzt die letzten Tage habe ich mich echt wieder ausgepowert und schaut euch mal diesen wunderschönen Garten an. Ich wünschte, ich könnte sowas auch. Also meinen Garten bei mir zeige ich jetzt nicht so oft, aber ich würde mal sagen, mein Garten geht von dem 1000 Liter Tank bis hierhin ungefähr. Das ist alles an Fläche, was ich habe. Und hier haben sie einfach 10-mal so viel. Ich kann mich hier auch frei bedienen. Es gibt jeden Tag Himbeeren und Erdbeeren zu naschen. Dort ist ein riesen Kartoffelfeld, wo ich mich bedienen kann. Die haben tausende Kartoffeln, also ich kann mich da gut frei bedienen. Aber es ist auch wirklich interessant, mal die Sachen so zusammenwachsen zu sehen. Wir haben hier ein Paprika- und Kürbisfeld. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Hier ist eine Paprika und überall Kürbis, dann hier sind so Bohnen und ja, das ist echt schön, das hier alles zu sehen, wie das wächst und so weiter. Und hier gibt es auch eine Sache, die habe ich gebaut und die stirbt. Nee, da kümmert er sich nicht mehr drum. Ich bin ja ein Riesenfan von Hügelkultursystemen. Und ich habe hier ein Hügelkulturbeet gebaut, ihr seht es hier. Aber er hat gemeint, er hat es mehr oder weniger vergessen, er hat es nicht mehr gewässert und auch nicht gemulcht, sich nicht mehr drum gekümmert. Und ja, und wie gesagt, ich habe jetzt heute Morgen um 6 stehe ich jetzt jeden Morgen auf, wässere erstmal den Garten. Ich habe jetzt nur für den oberen Bereich 1,5 Stunden gebraucht und jetzt geht es dann auch gleich weiter. Ich habe dann jetzt eine Frühstückspause, einen kleinen Kaffee. Ich gucke, ob die Hühner mir Eier gegeben haben, dann esse ich 1 oder 2 Eier. Mit ein bisschen Gemüse von hier. Heute gab es zum Beispiel Zucchini mit Paprika, Eier und Chorizo-Wurst. Die habe ich mir gekauft. Ja, ich bin ja jetzt finanziell auch nicht mehr in der Notlage. Ich muss aber echt gucken, dass ich jetzt trotzdem extrem, extrem sparsam bin mit Geld. Ich glaube, dieses Airbnb, das ist ein sehr, sehr unregelmäßiges Einkommen. Ich denke mal, es wird hauptsächlich sein in den Ferien. So Sommerferien wahrscheinlich sogar hauptsächlich,
Und durch die Stornierung glaube ich jetzt nicht, dass ich da jetzt nochmal einen Gast zeitnah bekomme. Aber es gibt auch eine zweite Buchung von meinem ersten YouTube-Zuschauer. Also ja, finde ich mega, mega geil. Kam auch eine Nachricht an, eine E-Mail ja, über das Video, das ich da gepostet habe. Und ja, ich hoffe, dass das Video, was ich über meinen ersten Gast hatte, also sie war mein zweiter Gast, mein erster Gast war zu Bushcrafting und nur für 2 Nächte. Aber sie war ja für 11 Tage und ich wollte das alles gar nicht so negativ ausdrücken. Ich habe das Gefühl, dass im Endeffekt nur die negativen Punkte hängen geblieben sind, weil die ersten 11 Tage waren wunderbar. Das hat dann erst angefangen gegen Ende, dass sie da so viel Wasser verbraucht hat. Aber ich muss hier ganz klar sagen, ich kann niemandem wirklich sagen, wie viel Wasser er zu verbrauchen hat. Oder ich kann von niemandem erwarten, dass sie mit Wasser genauso sparsam sein können wie ich. Weil wenn jemand darauf besteht, jeden Tag 2 Duschen zu nehmen, dann versuche ich das einzurichten. Ich gucke, dass ich jetzt dieses Jahr mich voll und ganz auf Wasser und Hausbau konzentriere. Das wird mein absoluter Fokus. Ich würde sagen, Fokus Nummer 1 ist, dass ich eine Wasserversorgung habe. Ich will mir einen Brunnen borgen lassen. Oder eventuell, wie mein Airbnb-Gast entdeckt hat, habe ich eventuell schon einen Brunnen, der nur instand gesetzt werden muss. Das will ich dann in naher Zukunft machen. Und mit meinem Hausbau, da bin ich ja jetzt gerade dabei, mir mein Bushcraft-Shelter zu bauen, meine vorübergehende Unterkunft und einen Arbeitsbereich. Und dann hoffe ich, dass wenn meine neuen Freunde und meine neuen Helfer bald mit dem Fahrrad nach Portugal kommen, dass wir dann mit dem Hausbau anfangen können, beziehungsweise dass die sich erstmal einrichten können und so weiter. Ja, das ist, denke ich, immer das Wichtigste, dass wenn man irgendwo hingeht, dass man erstmal auf sich schaut, dass man essen kann, dass man schlafen kann, dass man es warm hat, dass die Grundbedürfnisse erstmal gestellt sind. Und ja, so viel zum Update. Das ist so ein schönes Bild. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich hierher komme, dann laufen die ganzen Hühner hier so her. Und hier ist übrigens etwas, was ich eventuell auch machen will. Das ist so ein sogenanntes Swale. Das heißt, die haben hier einfach nur einen Bagger herbestellt. Hier zahlt man ja so 35 Euro die Stunde. Und das hier dauert scheinbar nur 10 Minuten oder 15 Minuten sowas zu machen. Problem hier ist direkt Felsen im Untergrund. Deswegen sammelt sich das Wasser nicht so lange auf. Aber man kann es vielleicht erkennen, entlang des Randes wächst zum Beispiel dieser Baum. Und solche Wasserauffangsysteme will ich zum Beispiel bei mir in einem großen Food Forest machen. Und ah ja, jetzt könnt ihr vielleicht auch mal die Küken sehen. Da sind schon 2 Küken. Die sind aber noch sehr ängstlich. So schön dieses Leben. Ich bin so froh, wieder zurück in Portugal zu sein. Auf dass ich wieder mehr oder weniger frei entscheiden kann, wann, wie, wo ich arbeite und so weiter. Und hier seht ihr mit dem Wasser, hier will ich mich nicht mehr waschen. Ich will jetzt wieder bei mir die Dusche einrichten, dass ich mich mit Quellwasser waschen kann. Ich bin hier übrigens auf eine Schlange getreten, kein Spaß. Hier sind richtig viele Schlangen, Frösche und sowas. Und ja, so viel zu den Updates. Ich bin wieder zurück in Portugal. Am Samstag seht ihr das Video, wie ich mich gestern kaputt gearbeitet habe. Ich drehe jetzt den 2. Teil davon und dann geht es auch ans Schneiden, an den größten Teil der Arbeit. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Fragt mich gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Hausbau, Gärtnern, Permakultur, Hühner habt. Versucht sie zu beantworten, aber auch ich bin kein Experte. Viel Spaß bei Robin.